Hallo, Chef. Hallo. Servus, Joschi. Seit wann bist du raus? Ja, schon lange jetzt. Wollt ihr mal schauen, wie mein Hund ist jetzt. Hund, nichts mehr da und nichts mehr wiederkommt. Was? Was heißt das? Das heißt, mein Burg ist nicht mehr da. Na, weil er weg ist. Verkauft. Kannst du nicht die Papen halten, hast du nichts zu tun? 5000 da. Sag einmal, jetzt könntest du halt meinen Hund verkaufen, bitte. Da kann er gewusst, wenn du wieder rauskommst. Na und? Was wir in dem Fiegel gegangen bin, bitte. Ist der Teller, bitte. Bitte zahlt mir locker einen Zwölfer gekriegt. Du hast überhaupt kein Geschäftssinn, nie gehabt. Einen Fünfer. Ja gut, dann gib mir die Hälfte, gib mir drei und aus. Moment einmal. Weißt du, was das Viech verfressen hat? Ich hab gesagt, du sollst drauf aufpassen, nicht? Du sollst den füttern, bitte. Zwei Bier und dann gespritzen noch, gell? Alter. Alles klar? Alles klar. Na sicher. So, seit wann können wir reden, wir lernen bei dir, der Haus auch, gell? Das ist Geschäft so gut, Rent. Da kommen wir fast gar nicht mehr nach. Du bist halt so aus, brauchst du einen Haken? Bei mir kannst du jederzeit, so wie du da stehst, anfangen. Das ist ein super Angebot. Nein, jetzt ja auf. Ich bin froh, weil ich im ganzen Zeit im Himmel mit denen das Fressen ausgeführt bin, ich froh nicht mehr Ruhe belassen. Also ich bin ja ein Mensch, ich brauche meine Freiheit. Also dann brauche ich einen Tisch für zwei, hast du was? Aha. Eine neue Liebe. Nicht wirklich. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte eine Frage, kennen Sie den gewissen Herrn Täubler, vielleicht? Ja, leider. Da vorne steht. Ah, das ist richtig. Grüß Herr Täubler. Hallo. Was ist denn das? Das ist eine berechtigte Frage. Grüß Sie. Hallo. Grüß Sie. Der Bekanntwog ist mein Geschäftspartner, der Kuchenbäcker. Kuchenbäcker. Steht noch. Ja, nimm schon die reserviert. Ja, super. Aber Herr Täubler, diesmal zahlen Sie aber selber für sich, gell? Weil, wie soll ich sagen, letztens beim Domko ist mal. Beim Domko noch im dritten Gang ist er unlocker geworden, weil er war. Nee. Ja, genau, es war teuer. Sehr teuer. Ja, aber bei den kleinen Portionen, ne? Das schaut aus wie schlecht angewaschen, das muss vernichten alles. Ne? Ja, genau, ja. Ja. Nein, heute zahle ich, gell? Ja, super, ja, passt, ja. Aber ja, setzt euch hier, was wollt ihr denn trinken? Ja, wo ist das? Ja, ich hätte gerne, jetzt geht Kräutertee, Pfefferminz, wenn Sie haben, gell? Hör mal! Zuckerbäcker, ich zahle, das heißt, ich bestelle. Zwei Hülsen und Speisekarten bringen uns. Na gut, was liegt da, Zuckerbäcker? Kuchenbäcker. Also. Ja, Herr Täubler, es handelt sich hierbei nur um Formalitäten. Ich bräuchte von Ihnen da einige Fragen, gell? Na, dann sagen wir gleich mal die Wurzel aus 12. Nein, Herr Täubler, ich habe die Fragen, wenn Sie antworten, gell? Also, eine leichte Frage, oder? Ja, das ist also nicht. Herr Täubler, wo wohnen Sie? Das ist eine dumme, schwere Frage, ne? Ja, was heißt, wo ich wohne? Wie genau muss es jetzt sein? Was meinen Sie mit genau? Ja, ich wohne Copacabana. Also, er wohnt Copacabana. Ja, aber Herr Täubler, ich kann ja nicht einfach hinschreiben. Können Sie das nicht? Sie müssen das ein bisschen genauer beschreiben. Genauer. Hausnummer zum Beispiel. Nummer W304BH. Chevy grün. Chevy mit G. Herr Däubler, so geht es nicht, Herr Däubler. Es ist so, ich kann nicht. Es geht so nicht. Ich kann ja nicht. Es geht, Herr Däubler, so geht es nicht. Herr Däubler, haben Sie wenigstens schon eine Arbeit? Ja, keine Chance, bitte. Wie gesagt, bei mir könnt ihr gleich anfangen. Sag einmal. Aushilfsweise und schwarz. Ja, das ist aber ganz schlecht, bitte. Das geht ja nicht. Schwarz ist ja bitte schwarz. Ist ja bitte ganz schlecht. Nein, schwarz geht überhaupt nicht. Bring uns lieber zwei Karten. Gefühlt? Ja, haben wir es leicht, gell? Sag einmal, was ist denn das da? Was hast du denn da? Ah, das ist, ich habe zum Rauchen aufgehört, dadurch nehme ich jetzt. Das ist Ersatz quasi. Ich bin ja angefangen. Nee. Ich bin ja Geschäftsmann, das ist es nämlich. Ja. Ja, Prost einmal. Gut. Vorsicht mit dem Alkohol, gell? Ja, Vorsicht mit Kohle, gell? Nee.